Willkommen zurück zur 8. Iteration meines Let's Plays Fable. Wir waren letztes Mal hier bei dem Schiffsdock, haben den Architekten geholt. Jetzt sollen wir ins Gefängnis und Mutti rausholen. Und, Chicks. Naja, auch wenn alle gleich aussehen. So. Dann mal gucken, wo wir hin sollen. Eigentlich nur von Bowerstone aus, ja. Egal. Und da werde ich etwas tun, was ich schon lange hätte tun sollen. Sehr lange. Lauf, lauf, lauf. Lauf, mein kleiner Held. Hallo. Denn den haben wir letztes Mal ja gefunden und dann habe ich ihn gar nicht ausgerüstet. So, doch gleich viel besser aus. Da muss ich noch einmal in die Bar. Ihr seid grässlich. Hey, you guy. Stehe zu Diensten. Kaufen Gegenstände. Tränke. Nehmen wir wie immer alles mit. Und Nahrung. 50 Bier. Warum belästigt ihr nicht jemand anderen? Weil ich jetzt Bock hab, dich zu belästigen. Naja, meint die mich anzumachen. So. Bier zuordnen. Denn von Bier wird man auch dick, wie man ja weiß. Und wir wollen ja, dass er wächst. In die Breite hauptsächlich. Irgendwie scheint das aber nicht so zu klappen. Ich werde auch nicht so richtig betrunken. Was ist hier los? Wir wussten ja schon, dass er einen komischen Metabolismus hat, aber... Ich lasse mich scheiden, wenn ihr euch um mich kümmert. Es fängt an zu verschlieren. Ihr seid es, der Klapp. Ihr findet bestimmt etwas, das euch zusagt. Ja, stimmt. Was? 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 Tofu. Krieg gleich Tofu. Frische was? Ein grüner Apfel. Wollen wir nicht? Wenn man nicht dick. Das war ein bisschen Bier. Ich kann den anderen auch Bier geben. Hier. Da gehen sie irgendwann betrunken. Hey. Voll die Party hier. Gaudi. Steht da wirklich eine? Ja. Yeah. Oh. Oh. Okay, damit hätte man rechnen müssen. Naja. Was wollt ihr hier in dieser Gegend? Dafür gibt's jetzt Fleisch. Boom, boom. Ihr seht das vielleicht ein bisschen. Mein Held wächst in die Breite. Können wir das ganze Ausmaß können wir nachher sehen, wenn wir wieder ausgenüchtert sind. Jetzt erstmal zum Muddy. Voll gefressen und besoffen. So wie sie uns am liebsten sieht. Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm.
alles schön durch die Brücke durch. Windmühlenhügel. Ich glaube, die Gegner ignoriere ich einfach. Speedrun. Ah, gut, nicht. Oh, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Gibbeltwald. Oh, Gibbeltwald. Ist der Wald, den es gibt. Sterbt. Also, prinzipiell seid ihr ja schon tot, aber ruhig noch ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele Skelette da wirklich sind. Was war bei dem anderen? Gefängnisfahrt. Oh Gott. Oh Gott. Ah, geht los. Plauzi. Erstmal das Kalle-Tor aktivieren. So. Nur weil wir mit dem toten Gräber reden. Das Tor ist verschlossen, ich habe keinen Schlüssel mehr. Friedhofstore sind verschlossen. Der elende Tor, da ich nicht rein kann, ziehe ich besser weiter. Der Totengräber ist ein Vorteil, oh, ich verstehe. Das ist dumm, die Tore sind... Ich würde mir die Mühe sparen. Der Toten, er sitzt nur in der Hütte und spricht mit seinem komischen Freund. Was wolltet ihr überhaupt auf dem Friedhof? Und wie kriege ich das Tor hier auf? Mal gucken. Hallo. Lasst mich in Ruhe, Pustelgesicht. Ah. Ich öffne nur für... Okay. Das ist eine Storytür. Ihr habt einen ganzen Satz? Das muss doch ein Vermögen wert sein. Ja, ich habe die Krypta aufgeknackt und da lag das Zeugs einfach so rum. Ihr solltet es besser verstecken, damit es niemand stiehlt. Keine Sorge. Hab's überall auf dem Gelände verteilt. Das findet niemand. Nicht mal die Untoten, die überall rumkrauchen. Aber ich... Das Einzige, was ich nicht mehr verstecken konnte, bevor sie kam, war der Helm. Momentan ist alles in Ordnung und ich halte die Tore verschlossen, bis ich alles verscherbeln kann. Psst, was war das? Draußen ist doch jemand. Ich verschwinde lieber. Mach das mal. Ja. Raus aus meinem Haus, verdammter Bauernlümmel. Alles klar, ich gehe ja schon. Ich wollte nur einen Platz zum Schlafen. Hallo. Was? Was?
fühle mich in meiner Freiheit eingeschränkt. Was ein Scheißspiel. Mi, 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 mi. Hey, Totengräber. Was geht? Hallo. Unterwegs im Auftrag der Gilde, hä? So ähnlich. Ihr wollt wohl durch die Tore des alten Königreichs. Tja, die sind seit Generationen nicht mehr geöffnet worden. Nur Nostro, der Torwächter, soll sie öffnen können. Der alte Nostro ist aber vor ein paar hundert Jahren abgekratzt und da hat er sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Ach, der Nostro. Schätze, ihr wollt auf den Friedhof? Na, dann gehen wir mal. Ja, danke. Nostros Krypta liegt am anderen Ende des Friedhofs, jenseits des Flusses, oben auf dem Hügel. Ah, ich will alle rüsten. Aber es geht nicht. Sterbt. Wenn ich schon nicht den Totengräber umbringen darf. Ich frage mich, warum sie das Schreien in den späteren Spielen rausgenommen haben. Wahrscheinlich um es ein bisschen... Ah! Ein bisschen familienfreundlicher zu machen. Was brutzel ich da hinten? So, noch eins von mir. Skelettis. Mehr Fleisch. Da liegt er ausgenommen. Ich will, dass ihr weggeht. Alles um. Nein. Ich gehe jetzt einfach. Ich habe nämlich Angst, dass das unendlich Skelette sind, die ich gar nicht alle besiegen kann. Also, weil es einfach kein Ende hat. Und wir wollen hier nicht unendlich kämpfen, ne? Versucht euren Kampfmultiplikator noch höher zu machen. Leute, ernsthaft? Die Gruft, die ihr sucht. Ja,
Hol den Kev. Zu langsam, wird zu schnell. Was ist hier dann? Hallo? Oh. Ist nichts. Wonach suchst du denn? Ich mag euch gar nicht so gerne. Nostros irgendwas, hoffentlich. Angelrute, wow. Achso. Weil der Honk bestimmt auch was in den See geworfen hat. Eine Rüstung, ein Helm, ein Schild und mein Speer. Bringt mir das, sei euch Durchgang gewährt. Danke. Das fehlende Schwert liegt unter der Erd. Das gehörende Grab verlangt viel von euch ab. Das gehörende Grab, ne? Gucken wir mal. Hier finden wir doch bestimmt auch was. Im tollen Angel-Minispiel. Ja, das funkelt schon so. Natürlich ist da was drin. Nun komm hier nicht so. Danke. Das ist was schön. Vielleicht von den Bergen runtergespült. Genau. Ah, doch nicht ganz so gehörnt, wie ich gedacht habe. Aber hier schon. Schwupps. Silberschlüssel. Brauchen wir nicht. Also im Normalfall würden wir uns darüber natürlich freuen, aber... Ich bin auch Dösbaddle. Auf der Karte wird angezeigt, wo die Teile sind. Oh. Voll casual. Nostros, goddamn.
voll viel Backtracking. Oh, voll das Scheißspiel. So, nimm deinen restlichen Shit. Mein Helm, mein Schild und mein Schwert. Ihr brachtet es mir, so sei euch Durchgang gewährt. Danke. Wow. Ich muss nicht ganz zurücklaufen. Wer macht das für mich? So. Ihr habt dem Alten also die Rüstung zurückgebracht. Hab ich gemacht. Dann lasse ich euch durch. Aber Vorsicht. Ich will hinterher nicht eure Fingerabdrücke auf mir finden. Krabbel, 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 krabbel. Krabbel, 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 krabbel. Ha, ha, ha. Nun kommen wir Momji ein bisschen näher. Ich glaube hier... Nein. Ach Leute, wisst ihr was? Geh nach Hause. Hört auf. Ich mag keine hohe Männer. Ich mag nicht die ganze Zeit kämpfen. Ich will rumlaufen. Ich will Immobilien kaufen. Funny Stuffs. Eigentlich will ich keine Immobilien kaufen. Oh Scheiße. Aber hey, so kriege ich ein bisschen Erfahrung. Rolle, Rolle, Rolle. Solange ihr noch könnt. Es kann sogar sein, dass das hier das mit den unendlich. Mit den unendlich toten roten hohlen Männern ist. Davor nicht durch. Sehr gut. Das darf ich also doch durch.